So, hallo zusammen. Ich melde mich heute mal wieder von unserem Raps-Weißartenversuch. Der Frost ist jetzt so weit weg, der Schnee auch. Habe ich gedacht, ich schaue mal wieder vorbei und gucke mir das an. Wir sind auch direkt im Feld. Ja, was sieht man? Die Untersaat ist eigentlich soweit ganz gut abgefroren. Das Einzige, was jetzt noch da ist, ist der Klee. Der wird sich dann auch, wenn der geblüht hat, wird er im Prinzip verschwinden. Der bleibt dann auch unten, sobald der Raps hochschießt. Ich denke, das wird jetzt auch keine wahnsinnigen Probleme machen. Was fällt auch auf? Wir haben ein paar Stellen drin, wo wir Mäusefraß haben. Teilweise auch ja, so ein Quadratmeter mal, mehrere Stellen hier mit Versuchsfläche. Im Vergleich zum Praxisschlag, schauen wir gerade mal rüber. Ja, hier kommt so langsam ein bisschen Klettenlabkraut auf. Das konnte ich jetzt in der Beisaat nicht feststellen. Das heißt, die Unkrautunterdrückung war in dem Fall, ja, hat funktioniert. Wir haben da ja kein Herbizid gespritzt in der Variante. Ja, was auch aufgefallen ist, in der Beisaat, die Pflanzen, die Einzelpflanzen sind schwächer als in der Variante ohne Untersaat. Ich nehme an, das liegt daran, wir haben ja gesagt, in der Beisaat haben wir eine höhere Pflanzendichte als in der Variante ohne Beisaat. Ich nehme an, dass es damit zusammenhängt. Ja, jetzt schauen wir, wie sich es weiterentwickelt, ob das dann mit den schwächeren Pflanzen ja noch eine Auswirkung hat auf Ertrag und so weiter. Werden wir sehen. Ja, weiteres Thema heute wären Rapsschädlinge. Der Rapsstängelrüssler, der aus den Altschlägen vom letzten Jahr einfliegt und ab Bodentemperaturen von um die 6 Grad und Lufttemperaturen von um die 10 Grad aktiv wird, den sollte man auf jeden Fall beobachten. Sprich, stellen Sie Ihre Gelbschalen auf jeden Fall zeitnah raus. Am besten nicht nur eine pro Schlag, sondern je nach Schlaggröße vielleicht sogar 3 bis 4 an verschiedenen Stellen am Schlag auf, damit Sie da auf jeden Fall den Zuflug mitbekommen. Wir bekommen die Woche auch teilweise schon bis zu 10 Grad. Es wird dann nochmal kühler, aber ich denke, es ist kein Fehler, die Gelbschalen auf jeden Fall draußen zu haben. Die Bekämpfungsschwelle beim Rapsstängelrüssler liegt bei 5 Käfern innerhalb von 3 Tagen im Vegetationsbeginn und bis zur Knospenbildung bei 15 Käfern innerhalb von 3 Tagen. Und eine Bekämpfung sollte oder eine Behandlung sollte stattfinden, wenn die Schadschwelle erreicht ist, natürlich nur. Und dann aber innerhalb von 3 Tagen, nachdem die Schadschwelle erreicht war. Hier ist noch zu beachten, wenn Sie gleichzeitig schon Rapsglanzkäfer im Bestand haben, verwenden Sie keine Pyrethroide der Klasse 2, da wir hier einfach eine Resistenzproblematik haben und um die einzudämmen, eben bei gleichzeitigem Vorhandensein von Rapsglanzkäfern keine Pyrethroide 2 einsetzen. Ja, das wär's soweit erstmal. Wie gesagt, stellen Sie Ihre Gelbschalen auf und wir melden uns bald wieder. Bis dahin, gute Zeit.